Herzlich willkommen beim Stricklexikon der Wollfreundin. Ich erkläre euch heute, welche Informationen ihr der Banderole um eure Wolle entnehmen könnt. Ich habe sie geschwärzt, um keine Werbung zu machen. Jede Wolle kommt mit einer Banderole. Das Wichtigste zu Beginn ist natürlich, dass euch die Wolle gefällt. Aber um damit richtig arbeiten zu können, solltet ihr einige Informationen über die Wolle haben. Zum Beispiel findet ihr auf der Banderole die Information, mit welcher Nadelstärke ihr arbeiten sollt. Ihr seht hier eine Häkelnadel und zwei Stricknadeln und hier ist die Nadelstärke 2 bis 3 mm angegeben. Solltet ihr Socken stricken wollen, dann gibt euch dieses kleine Symbol mit der Socke die Information, dass ihr bis Größe 46 ungefähr 100 Gramm Wolle braucht. Dieses kleine Raster zeigt euch an, wie eine Maschenprobe mit der Wolle aussehen könnte. Und zwar, wie viele Maschen in der Höhe und in der Breite ihr für ein Quadrat von 10 auf 10 cm ungefähr brauchen werdet. Hier sind es 30 Maschen in der Breite und 42 Reihen in der Höhe. Ich kann euch allerdings empfehlen, selber eine Maschenprobe zu machen. Jeder strickt unterschiedlich. Hier oben findet ihr noch Waschanleitungen. Ganz wichtig ist auch die Lauflänge der Wolle. Die Wolle hat 100 Gramm und es sind ca. 420 Meter Wolle in eurem Knäuel enthalten. Das spielt zum Beispiel eine große Rolle bei größeren Projekten wie Decken oder Schals. Wenn ihr Wolle nachkaufen wollt, kann es auch wichtig sein, die Partie zu kennen. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, an welchem Tag wurde diese Wolle gefärbt, denn es kann dort leichte Unterschiede geben. Wenn ihr es also ganz genau nehmt, dann kauft ihr für ein Projekt Wolle mit derselben Partie. Das waren die wichtigsten Sachen, die ihr als Infos auf einer Wollbanderole findet. Sollte euch mein Video gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Bis bald, eure Wollfreundin.